Was ist der beste Export, den Frankreich uns je gebracht hat? Richtig, Asterix der Gallier. Und wir werfen heute einen Blick auf ein ganz besonderes Asterix-Spiel. Ja, ich schätze mal, wir kennen alle Asterix und Obelix für Super Nintendo und oder Game Boy. Es gibt natürlich auch Asterix-Spiele, die auf anderen Konsolen erschienen sind, wie zum Beispiel Master System, NES, Mega Drive etc. etc. und auch nicht zuletzt auf aktuellen Konsolen wie der Switch mit Asterix und Obelix XXL oder XXXL. Aber wir werfen heute einen Blick auf Asterix. Die Arcade-Version, ja, den Spielhallentitel, der 1992 von niemand Geringerem als Konami auf Automaten weltweit gebracht wurde. Und zwar läuft das Ganze, wenn ich den Informationen aus dem Internet Glauben schenken darf, und hey, die lügen nie, wurde das Ganze auf derselben Engine gebaut wie Teenage Mutant Ninja Turtles, das Arcade-Game. Das ist doch schon mal eine gute Ausgangssituation. Und während die meisten Asterix-Spiele für Heimkonsolen meistens ganz okay aussehen, denn die Franzosen von hauptsächlich Infogrames haben da durchaus Können an den Tag gelegt, was die Optik angeht, so sind die meisten spielerisch ein bisschen Kritik ausgesetzt, sag ich jetzt mal. Ich habe vor kurzem Asterix für Super Nintendo durchgespielt und auch wenn ich das Spiel mag, wirklich gut ist das eigentlich nicht. Wie steht's mit Asterix in der Arcade-Version? Womit haben wir es hier zu tun? Natürlich, wie könnte es anders sein, wenn es von Konami ist und auf der Turtles Engine läuft, mit einem waschechten Multiplayer-Brawler. Ein gutes altes Beat'em'up. Knallbunt, große Sprites, absolut mega geile Präsentation, Levels, die auf einzelnen Asterix-Comics basieren. Wir fangen zum Beispiel an mit Asterix der Gallier, ziehen dann nach Ägypten, weiter nach Spanien und so weiter. Der Flug auf dem fliegenden Teppich mit Asterix im Orient, alles ist am Start. Wir können Wikingerschiffe, nee, nicht Wikinger, Piratenschiffe zu Kleinholz hauen, auf dem Weg nach Großbritannien und. Das Spiel ist prall gefüllt mit Dingen, die wir aus Asterix Zeichentrickfilmen und Asterix Büchern kennen. Natürlich gibt es auch Bonuslevel, in denen man zum Beispiel auf einem, ja, Pferdewagen Hindernisse überspringen muss, um ins Ziel zu kommen, wo man Bonusleben kriegen kann. Oder wo man auf dem Piratenschiff verschiedene Fässer kaputt haut und die darin liegenden Schätze einsammelt, um den Highscore nach vorne zu treiben. Außerdem wird der Spielfluss neben dem hervorragenden Beat'em'up-Gebrawle mit tollen Animationen, die wirklich lustig sind, Leute. Ich meine, guckt euch das mal an. Asterix und Obelix verpassen hier sogar Tigern, ja, Tigern Ohrfeigen. Und zwar nicht zu knapp, Leute. Finde ich richtig geil. Was ich sagen wollte, der Spielfluss wird natürlich trotzdem durch andere Dinge auch aufgelockert. Und zwar gibt es Hüpfeinlagen oder Umgebungsfallen wie einstürzende Boden und so weiter und so fort. Hier wird also einiges geboten. Was die Spieldauer angeht, die meisten Arcade-Games liegen ja ungefähr so bei einer halben Stunde und zwar halbe Stunde 45 Minuten wird man auch brauchen, um Asterix Arcade durchzuspielen. Das ist so meine Erfahrung, die ich mit dem Ganzen gemacht habe. Aber ist Asterix Arcade denn wirklich das beste Asterix-Videospiel? Meiner Meinung nach hat das Ganze natürlich trotzdem einige Fehler. Und zwar gibt es sehr, sehr unfaires Gegnerverhalten. Man kann in vielen Situationen getroffen werden, wo man in anderen Spielen vielleicht keine Treffer kassieren würde. Man kann auch von Gegnern eingekesselt werden und dann hat man keine Chance, da mal rauszukommen. Denn im Vergleich zu vielen anderen Arcade-Games gibt es hier keine Attacke, die mir Energie abzieht, um alle Gegner von mir wegzutreten. Es gibt einen Punch-Button, es gibt einen Sprung-Button und wenn ich den Punch-Button gedrückt halte, dann lade ich quasi meinen Schlag so auf und kann dann damit einen Gegner in die Luft klatschen. Das funktioniert hauptsächlich bei den Bossen hervorragend. Eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, um die Bosse wirklich kaputt zu kriegen. Aber man ist während der ganzen Phase immer verwundbar und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich kann nicht beurteilen, wie schwer sich das im Zweispieler-Modus auswirkt, aber wenn man das alleine spielt, kann das doch hier und da ein bisschen auf den Spaß drücken. Außerdem gibt es teilweise sehr tückisch platzierte Fallen und die Sprungpassagen finde ich persönlich auch ziemlich unnötig.
Besonders hervorheben möchte ich die Unfairness des fliegenden Teppichs, denn da gibt es eine Passage, ihr seht es hier gerade, man ist auf dem Teppich, es springen Gegner auf den Teppich. Wenn man es nicht schafft, die alle rechtzeitig wegzuklatschen, einmal aus dem Rhythmus kommt und die einen treffen, wird man durch den Knockback meistens vom Teppich gefegt und verliert direkt damit ein Leben. Das sind alles Dinge, wo man dem Spiel das generell münzenfressende Spieldesign eines Arcade-Titels aus den 90ern natürlich anmerkt. Wie könnte es anders sein? Dennoch ist es sehr, sehr schade, dass wir davon nie eine Heimumsetzung gekriegt haben. Denn wenn das Ganze auf der Turtles Engine läuft, hätte man das auf dem Super Nintendo garantiert hingekriegt, wenn auch vielleicht nicht mit ganz so vielen Animationsphasen, nicht ganz so großen Sprites und nicht ganz so vielen Details. Für mich ist Asterix Arcade trotzdem das beste Asterix-Spiel, das ich bisher gespielt habe. Und ich sag euch ganz genau warum. Nämlich, weil das Spiel das Flair der Vorlage, das Flair der Comics, das Flair der Zeichentrickfilme besser einfängt als jedes andere. Guckt euch nochmal hier diese Animation an. Ist das nicht wundervoll, wie Obelix in seiner ganzen Pracht einfach eine riesige Schelle verteilt, dann nochmal mit der Faust draufhaut und dann wie in den Filmen das Kinn des Gegners leicht anhebt, um ihn mit einem Uppercut in die Luft zu befördern. Die Gegner werden danach vom Boden aufgehoben, ihnen wird links und rechts eine geschmiert, bis man sie dann aus dem Bild wirft und so weiter und so fort. Ich finde es einfach herrlich, wie viel Liebe zum Detail, wie viel Liebe zur Vorlage, zur Comicvorlage hier in dieses leider nie außerhalb der Spielhalle erschienene Game gewandert ist. Der Humor und die kunterbunte Welt stehen im Vordergrund. Gewalt ist natürlich bei Asterix an der Tagesordnung, aber wie bei so vielen anderen Spielen verschwinden die Gegner nicht einfach, sondern wenn die genug Schellen kassiert haben, nehmen die ihren Sack und rennen einfach weg. Was soll ich sagen? Und wenn man das Ganze durchgespielt hat, kriegt man nicht nur mal wieder eine nette Sequenz, die an die Comics erinnert, sondern natürlich gibt es zum Schluss die Party mit Wildschweinbraten und dem gefesselten Barden, der unterm Baum hängt, damit er die Leute nicht mit seinem Gesang nervt. Ich will euch auch gar nicht weiter nerven. Das war mein kurzes Review zu Asterix, der Arcade-Version. Wenn ihr das Ganze spielen wollt, habt ihr nur die Möglichkeit, euch da mit einem MAME Arcade-Emulator auseinanderzusetzen und euch irgendwoher die ROM zu besorgen. Es gibt bis heute leider keine Heimumsetzung. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Joe. Macht's gut, Leute. I promise not to invade your village anymore. Let's party! Party, party!